Hexe gibt's, ihr Herz ist kalt. Sie nennt sich Wong und ist echt alt. Witzig, aber so ruiniert ihr unseren Wir-sind-nett-zu-Mrs.-Wong-Plan. Verschwindet aus meinem Garten, ihr unmusikalischen Rowdies! Legen Sie doch die Pfanne weg, Mrs. Wong. Wir reparieren nur Ihren Zaun. Wieso denn? Das fragen wir uns auch. Wir wollen liebe Nachbarn sein. Wenn ihr Stinkeköpfe gratis für mich arbeiten wollt, ist das eure Sache. Gib mir Deckung. Ich fackle den Zaun ab. Wow, 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 wow. Kids, das wird funktionieren, okay? Wenn wir fertig sind, ist Mrs. Wong die netteste Nachbarin und starrt uns nicht mehr so an wie gerade. Wir haben neuen Ball gekauft. Was ist denn mit euch los? Phoebe hatte Unrecht. Leuten zu helfen ist voll bescheuert. Und tut weh. Da muss ich euch aber widersprechen. Ich bin sicher, dass sie, sobald sie sieht, wie schön ihr Zaun ist, ab sofort ihre Wongschen Sitten aufgibt. Alarm, Alarm. Mrs. Wong nähert sich dem Haus. Veranda Laser aktiviert. Nein, Thunder-Monitor, stopp! Wer programmiert Laser für Mrs. Wong? Schuldig, Baby. Hallo, meine allerliebsten Nachbarn. Sie wissen, dass Sie bei den Thundermans sind, oder? Oh, Barbara, Sie sind so witzig. Ich habe hier ein paar Häppchen als Dankeschön für die Reparatur meines Zauns. Da zeigt sich, was für eine liebe Nachbarin Sie sind. Ich hoffe, wir machen in Zukunft mehr miteinander. Das hoffe ich auch. Zufällig steigt bei mir morgen eine Party und ich fände es toll, wenn ihr Kids rüberkommen würdet. Mit Freude, Mrs. Wong. Bitte, nenn mich doch Tantchen Wong. Wenn die so lecker sind, wie sie aussehen, nenne ich sie, wie auch immer sie wollen. Dann freue ich mich auf morgen. Pünktlich um 3:30 geht es los. Sieh an. Wer hatte recht mit Mrs. Wong? Das warst du, Phoebe. Gut gemacht, Phoebe. Dankeschön, Phoebe. Es wird Zeit, zu meiner Frau und den Kindern nach Hause zu fahren. Wenn ich es oft genug sage, wird's möglicherweise wahr. Oh. Hallo, Gratis-Kakis. Bleib hier! Damit wirst du nicht durchkommen! Niemand lacht über Ted Bradford! Hört auf, mich auszulachen! Dann hören Sie auf zu fallen. Was ist hier los? Gar nichts. Ein ereignisloser Morgen. Jemand hat Bradford deftig verarscht. Sobald ich den Übeltäter mit der roten Mütze in meine Finger kriege, wird er der Schule verwiesen. Spinddurchsuchung! Ich beginne mit, na, ich weiß nicht recht, Max Thunderman. Steckst du etwa dahinter? Wie kommst du auf die Idee? Weil du nichts als Streiche im Kopf hast. Und am meisten verarschst du mich, weil ich geglaubt habe, du hörst auf. Okay, langsam. Hör kurz zu. Ich hab dir genug zugehört. Du bist ein Lügner, dem man nicht trauen kann. Oh, hat der arme Junge kein Mädchen mehr? Außer diesem Seil bindet sich ja auch nichts länger an mich seit Jahren. In meinem Spind ist keine rote Mütze. Nur in meinem Rucksack, dummerweise. Oh, eine Schumi-Mütze. Der Spind ist sauber. Jetzt zu deinem... Du, Wolfgang. Pack deine Koffer, Austauschschüler. Für dich geht's schnellstmöglich zurück nach Deutschland. Halt, was mache ich? Lass es mich für dich einfacher formulieren. Wolfgang! Das war Wolfgangs Streich? Max, wart mal kurz, bitte. Ich rette schnell einen Freund. Das war eine Gratismütze. Hey, Bradford. Können Sie beweisen, dass er die Mütze nicht gefunden hat? Die würde er nie kaufen. Er hat einen Quadratschädel. Sein Gesicht ist schräg. Aber er hat die Mütze auf und ist somit schuld. Ich sag seiner Gastfamilie, dass er schnellstmöglich zurück muss. Gesundheit! Die kann ich gut gebrauchen bei euch. Wolfgang! Das ist so...